Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 und ich bin gerade tot. Aber das ist gar nicht mal das Thema. Ich bin heute mit Don Camora und Lars Goldfisch in dem Spiel Die Ballade of Ketoni GTA 4. Und wir haben hier gerade zwei komische Glötzchen, besser gesagt drei oder verschiedene Glötzchen hier. Und die leuchten in einer Farbe, die ich bisher noch nicht gesehen habe hier in dem Spiel. Und das ist, glaube ich, so ein Glitch oder so ein Hack. Ich bin mir nicht sicher. Und da fährt jetzt gerade eine richtige Karre. Boah, wer tötet mich die ganze Zeit hier? Also, laufen wir jetzt einfach mal zu diesem kleinen Klötzchen hin. Es leuchtet in einer rosanen Farbe und es strahlt ein sehr angenehmes Licht aus, muss ich sagen. Ein sehr hypnotisierendes Licht. Keine Ahnung, was das ist. Ich habe schon mal GTA 4 gezockt und habe schon mal sowas erlebt. Und da war so ein Fahrzeug, da war ein Raketenantrieb drin, dran, alles Mögliche, Kalaschnikow an der Seite. Arabische Schriftzeichen habe ich auch noch entdeckt. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Und ja, da haben wir auf jeden Fall so eine kleine Variante davon. Dieser kleine Klotz hier. Ich hoffe, das hat euch gefallen, Leute. Wenn ja, wenn ihr mir das erklären könnt, was das ist, dann lasst einfach mal einen Kommi da. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Und das hier sieht aus wie ein Nilpferd. Don Camora, komm mal her. So, ein Nilpferd haben wir auch abgeknallt. Herrlich. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Ciao.